Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit der Ausgabe 27. Ich denke mal, leider wird es etwa eine kurze Ausführung, weil es nicht allzu viel zu tun, aber wir schauen nachher mal ins Heft. Ausgabe 27. So, wir bekommen die Rücksitzbank, also die Lehne, Teil 1, Rücksitzbank Lehne. Die Lehne, ja, das ist die Lehne, genau. Dann klarerweise die Anbauanleitung. Und hier haben wir nochmal schöne Opel Manta B-Version. Hier ist noch die Manta B-Version Ausführung 1 durch diese Doppellüftung. Später kam ja dann diese Viererlüftung und das ist hier einer von der Firma, wollte ich gerade lesen hier, von Piecher, hier steht es, Piecher von 1989, also die Firma Piecher ist mir eigentlich recht unbekannt, ja, haben auch hier GFK-Kotflügelverbreitung, Frontspoiler, hinteren Seitenleisten, also einen Seitenschweller nannte man das. Und dann hier mit Lufteinlässe und eine sogenannte Hutze als Cabrio-Version. Und hier oben so schön zu sehen als Targa-Version. Also da, die Targa-Version finde ich ja unheimlich hübsch. Und hier haben wir wieder also auch einen Unterschied, also zwischen Targa, also eine Mischung zwischen Targa und Cabrio, weil man hinten noch das Verdeck hinten runter machen konnte. Und das gab es auch mal bei BMW. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ich glaube, bis ein Dreier BMW gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Da gab es auch mal diese Ausführung, war ja mal ganz groß angesagt. Ja, hier haben wir einen Manta mit Strauß Manta nannte sie sich mit 3,7 Liter, 6-Zylinder Reihen. Also damals diese Reihenmotoren. Hier sieht man auch einen ganz anderen Kühlergrill, wesentlich mehr Lufteinlass, damit er nicht überhitzt. Hier nochmal ein Ausschnitt, wie man so einen Manta strippt, also allein leer macht und dann halt als Targa umbaut. Das Rote sind die Versteifungen für die Karosserie, weil die waren ja eigentlich nicht für Cabrio oder Targa gedacht, die Modelle. Und hier haben wir, finde ich, ganz cool, ein schönes Motorrad, Opel 500. Die haben ja mal mit Nähmaschinen und Fahrräder angefangen, aber leider ist dieses Motorrad irgendwie, sie hat es was, ich finde es irgendwie abgefahren. Ja, irgendwie nicht weiter gebaut worden. Und hier haben sie eins mit Raketenantrieb gebaut, aber nur als Showmodell. Also es war nicht irgendwie was, dass sie das Ding irgendwie bauen wollten. Das war das Raketenmotorrad auf Basis des Motorclubs von 1928-29 war eher als Werbung für den Motorclub gedacht, nicht für ernsthafte Raketenversuche. So, hier haben wir Alfa Julia. Alfa Julia und die Alfetta GTV als Coupé-Version. Da hat man ja früher gesagt, die Dinger rosten schneller im Laden, als man die überhaupt fahren kann. Ich habe mal eine Zeit lang bei Alfa geschraubt und ja, kann es bei den Modellen bestätigen, dass das wirklich so war. Und hier nochmal beim Motorsport. Und motorsportmäßig waren sie weit, weit vorne. Also da sind ziemlich viele nicht hinten dran gekommen. Und die haben viele Pokale eingefahren, viele Trophäen eingefahren. Also die waren schon nicht schlecht. Ja, und als nächstes in der Ausgabe 28 bekommen wir Sitzkissen, Unterteil des Sitzkissens und die Polsterung, wie auch in der jetzigen heutigen Ausführung nur als Sitzfläche. Gut, bauen wir mal die Kamera kurzfristig um und dann schauen wir, was wir bekommen haben und schrauben los. Ja, wir haben jetzt einmal die Rücksitzbanklehne. Das ist die hier, wieder aus einem Gummimaterial. Dann haben wir hier die Rückwand aus Plastik für die Lehne. Und hier einmal das Schaumstoff dazu. Und wir bekommen 3 HP-Schrauben.
Ja, viel ist ja da nicht zu machen, wie wir ja bei den Sitzen schon kennen. Erstmal natürlich den Schaumstoff hier einlegen in die Führungen, die wir hier so haben. Hier haben wir ja drei so eine kleine Nasenausschnitte von dem Schaumstoff. Und dann kommt diese Abdeckung hier rüber. Und zwar so rum. Hier oben eingeführt, weil wir haben ja so ein T-Stück. Das haben wir hier auch. Da wird das von oben eingeschoben. Ein bisschen eingeklippt. So rein. Und da der Gummi ist, können wir das schön erstmal hier rüberziehen. Einmal rüber und das zweite Mal rüber. Ja, hier ist noch nicht ganz drinne. So, jetzt haben wir es hier drinne. Und wir nutzen jetzt die HP-Schrauben. Davon haben wir drei Stück. Brauchen aber nur zwei. Haben wir hier. Die sind natürlich wieder mit der Unterlegscheibe, ne, mit dem Teller dran. Einmal. Und ein zweites Mal. Jo. Und damit sind wir auch schon fertig. Das war mal eine kurze, schnelle Ausgabe. So sieht die Rückseite aus. Polster ist mit drinne. Ja. Ja, mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Ja, schade. Aber beim nächsten Mal ist auch etwa nicht so viel zu schrauben. Aber ich denke mal, vielleicht bauen wir dann den Sitz schon wieder hinten auf. Ein Stückchen fehlt ja hier hinten noch. Na, so ungefähr könnte das hinkommen. Ungefähr. Ich glaube sogar, dass das hier jetzt so mit drauf kommt. Nee, so nicht. Nee, das kann noch nicht passen hier. Das ist noch nicht. Die Aussparung hier unten passt noch nicht so dem hin. Und. Oder geht das? Nee, so passt das nicht hin. Gut. Eine kurze, schnelle, knackige Ausgabe, so ist es richtig. Also, wir haben den Sitzrückenlehne gemacht und hinten die Verstärkung mit reingebracht. Und ja, wir machen die Sitzfläche bei der Ausgabe 28. Ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der Ausgabe 28. Und bis dahin sage ich, achso, vergesst nicht die Glocke zu drücken, beziehungsweise zu abonnieren, was natürlich kostenlos ist. Glocke drücken natürlich, um nicht mehr die Ausgaben zu verpassen. Und schaut auch einfach mal bei meinen anderen Projekten mit rein, da sind viele Projekte mit bei. Und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Micha.